Aber du musst immer im Hinterkopf behalten, dass alles, was du da siehst, nur Symbolsprache ist. Weil diese innere Freude, die kannst du ja nicht finden. Die bist du, wenn du das bist, was du wirklich bist. Gerade das darfst du nicht machen, das sage ich schon im Bogenvortrag. Das ist der Fehler, den die ganze Menschheit macht. Sie stellen sich selbst vor und über das denken sie danach. Aber das ist nicht das, was ist. Das ist keine Realität. Das ist ein Abdruck der Realität. Das, was ist, ist, dass hier jetzt gerade eine Stimme ist, die wahrgenommen wird von einem, der nicht die Stimme ist. Du bist erst, wenn Wahrnehmender und Wahrgenommenes eins geworden ist. Dann hebt sich das gegenseitig auf und du bist das, was du immer schon warst, nämlich nichts. Was nicht heißt, dass die Formen nicht mehr da sein werden, aber du bist dann praktisch aus der Gebärmutter entsprungen. Du musst akzeptieren, dass du noch kein einziges Wort in deiner Welt kennst. Du kennst noch keine einzige Bedeutung, wirkliche Bedeutung von irgendeinem Buchstaben. Du weißt doch noch gar nicht, was die Menschen um dich herum sprechen, die du programmiert hast. Du träumst einen Traum, in dem wird überhaupt erst der Träumer erschaffen. Keiner von uns kann jetzt einfach sagen, ich bin mir bewusst, dass ich nur träume. Ja, wenn das bewusst wäre, dann wäre es ja kein Traum mehr. Denn die ganze Welt spricht schon so zu dir, wie du es vorgesehen hast, wie du es programmiert hast, damit du es erkennst im jetzigen Stadium, dass du es bist, der es programmiert hat. Also die spricht die ganze Zeit schon zu dir, aber du kannst die Vatersprache noch nicht, weil das ist eine Symbolwelt, in der du lebst. Und du hast die Muttersprache gelernt, die Sprache der Matrix, der Gebärmutter. Und wenn du rauswachsen möchtest aus dieser, und ich sag dir, du brauchst keine Ungeduld an den Tag zu legen. Du kommst dort sowieso hin, sonst würde ich jetzt nicht mit dir so sprechen können. Das ist eigentlich, ist Gott oder diese Schöpfung ist eigentlich ein Perpetuum mobile. Und deswegen gibt es auch keine in deiner Welt. Es gibt keine Perpetuum mobile, weil sobald man als Forscher, und du weißt, dass viele Leute Magnetmotoren forschen und so weiter, gerade in den letzten 10 Jahren ist es voll abgegangen. Mobile ist ja ein Fahrzeug oder etwas, das sich bewegt. Und Perpetuum ist halt Unendliches. Unendliche Bewegung. Perpetuum mobile bedeutet, du hast ein Fahrzeug, was mehr Energie produziert, als es braucht oder, sag mal, sich selbst antreiben kann. So wie der Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Das ist doch in deiner Welt genauso. Ein Baby im Mutterleib. Wie langweilig muss da das Leben sein? Das ist doch gar kein Leben. Erst wenn es sich aus der Matrix rausentwickelt. Und dann geht es überhaupt erst richtig los. Deswegen ist ja der Tod auch nichts Schlimmes, sondern eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist das Schönste. Im Tod siehst du die absolute Erlösung. Es ist alles fair aufgebaut, glaub mir. Du bist in allerbesten Händen. Das ist perfekt. Dir kann nichts passieren. Vollkommen egal, was hier passiert. Hier sind tausende von Sicherheitssystemen eingebaut. Aber die hat nicht irgendeiner programmiert, sondern das höchst Intelligente, was dieses Universum zu bieten hat. Intelligenter als alles, was jemals im Universum auftauchen wird. Und dieser hier hat den Film programmiert, den du gerade erlebst. Deswegen steht da so viel über Demut in den heiligen Schriften dieser Welt. Du musst demütig werden und aufhören, diese Schöpfung zu kritisieren. Du musst beginnen, die Perfektion, die bereits vorhanden ist, zu erkennen. Nicht etwas Neues aneignen, sondern das, was ist, überhaupt mal anerkennen. Sehen, wie perfekt es alles schon ist. Dass da niemals ein Fehler ist. Du kannst nirgendwo hinkommen durch Veränderung. Deswegen gibt's doch keine da draußen, die... was gibt's denn alles? Es gibt tausend Möglichkeiten, angeblich glücklich zu werden. Warum ist denn keiner glücklich? Warum machen sie denn immer weiter? Weil die sind schon einen Schritt zu tief im Spiel drin. Und ich sag dir, lass mal den Andreas sein. Ich schwör dir, der ist perfekt, wie er funktioniert. Aber erkenne mal die Prozesse, die ich da reinprogrammiert habe. Dann erkennst du mich. Andreas, ich sag dir, Gott will von dir, dass du dich voll und ganz hingibst und ihm vollends vertraust.
Und das tust du nicht dadurch, dass du sagst, na, vielleicht sollte der Andreas das und das nicht machen. Vielleicht sollte der... Ich sagte immer wieder, wenn in meinem Film eine Schlägerei auftaucht, in der Jan zulangt, dann werde ich auch das genießen. Warum soll ich denn das kritisieren, dass es Menschen gibt, die sich prügeln? Warum soll ich das kritisieren, dass der kifft, dass der das Verlangen hat, kiffen zu wollen? Was soll das? Das hat schon seinen Sinn und den sollst du erkennen. Den kannst du aber nicht erkennen, solange du rumkritisierst. Wechsel mal die Seite, wechsel mal die Phasen, probier was Neues und spiel einfach mal wie ein Schauspieler. Mach einfach mal jetzt, wie wir das als Kinder gemacht haben, lass uns das einfach mal spielen die nächsten Tage. Was wäre, wenn das wirklich alles perfekt ist und du hier nichts zu kritisieren hast? Was würde daraus resultieren? Guck dir das mal ein paar Tage an, wie die Welt dann ist. Und dann müsstest du schon von selbst drauf kommen, was der hier von dir will, was die Schöpfung von dir will. Die will die, dein ganzes Leben und die ganzen 6000 Jahre lang, will die nur eine Sache von dir, dass du endlich aufhörst zu kritisieren und endlich diese Pracht anschaust. Schau dir doch das mal an, was da überhaupt los ist. Du machst die Augen morgens auf und guck dir an, was du da für eine Welt machst. Was zum Teufel kommt da aus dir raus, was so gewaltig sein kann? Und wenn das so gewaltig ist, wer muss dann der sein, der das Ganze gemacht hat? Der muss ja zwangsweise noch krasser sein. Noch gewaltiger als das, was du da siehst. Weil er hat's gemacht. Und deswegen frage nicht die Figuren nach Informationen, weil du bist der, der sie geträumt hat. Die können nichts wissen, was du nicht vorher schon wusstest. Tu nicht so, als wärst du Andreas. Tu lieber so, als wärst du Gott. Du bist immer gegenüber dessen, was wahrgenommen wird. Und wenn du mir sagst, du bist drin, sag ich, warum? Dann sagst du, ja, weil ich's fühle. Aber das Gefühl, was du da fühlst, das ist doch gegenüber von dir. Es gibt immer in einer gesamten Welt männlich und weiblich. Das zieht sich durch die ganze Welt, durch die Menschen-, Tiere- und Pflanzenwelt. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass der Mann immer den Penis hat. Also der ist nach außen gestellt. Die Frau hat die Vulva, die ist nach innen gestellt. Also männlich ist immer plus, gebend. Der Mann gibt den Samen. Die Frau empfängt, ist immer minus, empfangend. Deswegen geht auch die Vulva nach innen. Das sind alles keine Zufälle. Das merkst du doch, wenn du dich dann umguckst. Dann merkst du doch, ja, es ist ja eigentlich immer so, stimmt. Aber guck dir das an, glaub mir hier nichts, sondern versuch mal zu überprüfen, ob deine eigenen Augen das auch bestätigen können, was hier gesagt wird. Das will ich dir nur so ein bisschen auf den Weg mitgeben, dass du mal mit den ersten Symbolen spielen kannst. Mann heißt immer wahrnehmender Geist, Frau heißt immer wahrgenommene Information. In deinem Fall, in deiner jetzigen Stufe, sage ich, wahrnehmender Geist ist rot und wahrgenommene Information ist blau. In deinem Fall ist wahrgenommene Information hauptsächlich der Andreas. Wir können auch sagen, Adam ist wahrnehmender Geist, Eva ist der Andreas, der von dir Geist wahrgenommen wird. Jetzt kannst du im Grunde dieses Rot-Blau-Spiel, guck dich mal um in deiner Welt, du wirst Überraschungen erleben. Dir ist zum Beispiel nie aufgefallen, dass es im Film immer dieses männlich-weiblich gibt. Ist jetzt nur ein Aspekt und du hast vielleicht gedacht, es gibt Milliarden von unterschiedlichster Filme, aber das sind gewisse Elemente, sind da fast immer drin. Von diesen Figuren kann überhaupt keiner erleuchtet sein. Da leuchtet keiner, da ist nichts anders wie sonst auch. Da findest du noch nicht raus, was der fühlt. Das ist doch, das redest dir doch Quatsch ein. Das sind nur, wenn du lange genug mit ihm redest, dann kannst du rausfinden, was der jetzt empfindet. Du wirst nie rausfinden, was der empfindet. Und das hat auch seinen Grund. Das hat der Architekt aus einem bestimmten Grund gemacht. Also du gehst über diesen Hinweis hinweg, weißt du, wie ich meine? Du gehst darüber hinweg, dass Gott es so gebaut hat, dass du immer nur den Andreas, den scheinbar von Andreas die Gefühle fühlen kannst. Da gibt es eine Sorte von Gefühle, die es in deiner Welt gibt. Da gibt es keine anderen, das sind deine. Und du gehst da drüber hinweg, über diesen riesen Hinweis, den Gott in diese Schöpfung eingebaut hat, und willst rausfinden, was diese Figur fühlt. Ich schwöre dir, diese Figur kann überhaupt nichts fühlen. Wenn einer was fühlt, dann ist es der wahrnehmende Geist. Figuren fühlen nichts.
Das sind Programme. Du siehst vielleicht Gestik und Mimik, aber du siehst keine Gefühle. Natürlich kann der Gestik und Mimik machen. Jedes Programm kann das. Guck dir doch mal die Computerspiele von heute an. Wie wahnsinnig hoch detailliert die sind, wie realistisch das ist. Noch 10 Jahre und die Leute werden nicht mehr erkennen, ob das mit der Kamera aufgezeichnet wurde oder ob das ein Computerspiel ist.